Die ehemalige Let's Dance-Profitänzerin Ekaterina Leonova hat sicher nervenaufreibende Wochen hinter sich. Denn die gebürtige Russin musste dringend einen neuen Job finden, damit sie in Deutschland bleiben kann und nicht abgeschoben wird. Ihr Engagement bei RTL wurde endgültig beendet, ihr Vertrag läuft Ende August 2021 aus. Doch nun kann sie aufatmen. Denn wie sie am 23. August 2021 auf Instagram verkündete, hatte Ekaterina einen Job gefunden, darf also in Deutschland bleiben und freut sich zudem auf den Umzug in eine neue Stadt. Denn sie wird Köln verlassen, der ehemalige Let's Dance Star zeigt sich in dem Posting freudestrahlend mit seinem Arbeitsvertrag in der Hand und schreibt dazu, der Arbeitsvertrag ist unterschrieben. Und ab dem Oktober wird München mein neues Zuhause. All die anstehenden Veränderungen sind natürlich herausfordernd, vor einem halben Jahr hätte ich mir das nicht vorstellen können, gesteht die 34-Jährige. Aber sie macht auch klar, wie sehr sie sich freut und bleibt wie immer positiv, alles, was passiert, passiert nicht umsonst. Die Trennung von ihrer Schwester Maria, mit der sie bisher in Köln lebte, fällt ihr dennoch sicher nicht. Jetzt hat Ekaterina Leonova verraten, wie ihr neuer Arbeitsplatz genau aussehen wird. Die Fans können sich freuen. In der Tanzschule Neubeck in München wird die schöne Russin nämlich bald private Tanzstunden geben. Mit einem talentierten Let's Dance Star an der Seite wird der Lernerfolg sicher immens sein. Ekaterina scheint sich im neuen Team auch pudelwohl zu fühlen. In ihrer Instagram-Story zeigt sie Ausschnitte vom gemeinsamen Kochabend. Dazu schrieb sie mit Herz-Emojis, ich wurde so herzlich aufgenommen. Danke euch. Ihr seid nicht nur die richtigen Profis in euren Gebieten, ihr seid auch so tolle Menschen. Es scheint aber, als sei das nicht ihr Hauptjob, denn er hat ja schließlich nichts mit ihrem Studienfach zu tun. Aber einen tollen Nebenjob hat sie sich damit auf jeden Fall schon mal geangelt.